Schon gemütlich. Oh. Während ich das sagte, sah ich diesen Mann. Ugh. Okay, hier ist anscheinend irgendwie was passiert. Das war wohl ein Schlachtfeld. Die Ghule fressen auch immer noch die Überreste. Hm. Oh je, oh je. Ach komm. Du mit deinem mickrigen Level hier, ne? So. Ih, ein Monsterhirn. Ich muss es zerstören. Ich muss es zerstören. Hab ich? Bin ich fertig? Ja. Sehr gut. Guck mal, da sind Blümchen. Ich nehme die irgendwie immer gerne mit. Wo kommst du denn jetzt noch her, ha? Huh? So, jetzt ein aber. Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ach, halten. Na, wie läuft? Sehr gut, T-800. Bei dir auch noch alles klar. Hoffe ich doch mal. Sehr schön. Ja. Ja. So, okay, oder? Das war der Ort der Macht und dann gehen wir hier hin. Erkunden wir mal das Ganze hier. Jetzt bin ich schon wieder nicht hochgekommen. Moment. Ah, mit Anlauf geht's. Okay. Ich muss weiter. Uiuiui. Lange Reise. Meinst du? Ich weiß noch nicht. Wir sind hier irgendwie auf dem Berg oben. Wird schon gehen. Wird schon gehen. Da ist irgendwas da vorne. Hm, umkehren oder weitergehen? Ach so, ich komme hier nicht weiter. Das ist wieder das Ende der Welt, oder wie? Stimmt, ich sollte mal leveln, jetzt wo du es sagst. Banditenlager. Charakterquests. Wildkarte, Inventar, Alchemie. Oh Gott, wo ging das Leveln? Ah, wo ging das? Ich glaube ganz woanders. Eieiei. War das bei Charakter? Schon bei Charakter, oder? So, man verteilt ja nur Punkte. Ich hatte gerade ein ganz anderes System im Kopf. Keine Ahnung, warum. Ich halt. Okay, Kampf. Muskelgedächtnis habe ich, glaube ich, schon, ja. Und Krafttraining habe ich auch. Also, es ginge jetzt noch Pfeilabweisung. Nächste Stufe beim Parieren werden Pfeile abgelenkt. Lichtreflexe, nächste Stufe beim Ziel mit der Armbrust. Ich habe gar keine. Entschlossenheit, wenn Schaden erlitten wird, ist der Adrenalinverlust um 20% verringert. Hier das untere kann ich ja noch nicht. Allerdings kann ich hier auch noch mehr Punkte drauf machen. Also erhöht den Schaden mit schnellen Angriffen. Könnte ich zum Beispiel, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Jetzt habe ich keinen mehr. Jetzt kann ich hier noch einen verteilen. Zum Beispiel auch nochmal auf Täuschung.
Das Ziel bewegt sich nicht auf Herald zu, während der Axi wirkt. Der Quenchschild stößt Gegner zurück, wenn er zerbricht. Erhöht die Zeichenwirkdauer um 5 Sekunden. Kann ich das auch nochmal erhöhen? Ja, vielleicht mache ich erhöht die Zeichenwirkdauer um 5 Sekunden. Anzahl der Ladungen im Alternativmodus 7. Anzahl der Fallen im Standardmodus. Ausdauer. Schäden durch irgendwie schwächt den gegnerischen Rüstungswert dauerhaft. Oder erhöht die Reichweite von Art um 1 Meter. Ich glaube, ich mache das mit der Zeichenwirkdauer. Ach, ich kann gar nicht, sehe ich gerade. Ich bin doof. Dann mache ich das halt das nächste Mal. Ist auch gut. Das ist alles noch zu. Stufe 6 wird dann der nächste Platz freigeschalten. Okay, alles klar. Dann muss ich jetzt gucken, wie ich da hinkomme. Am besten so lang. Uiuiuiui. Ah ja, guck mal, da ist das Fragezeichen. Banditenlager. So, ich schleiche mich laufend von der Seite an. Oh. Und dann stürm mich rein. Hui. Oh. Totaler Fail. Hallo. Mund halten und kämpfen. Aua. So. Jetzt der hier noch. Oh, wieso bin ich so komisch benebelt? Was ist los? Hörst du mal bitte auf, dich zu verteidigen, du Arsch. Shit, wo kommt das her? Warte. Oh, fuck. Oh, ich sollte den Knödel schnell essen. Los, meine Lieben, an die Arbeit! Ich bin besoffen. Habe ich aus Versehen Bier getrunken, oder? Was ist los? So, jetzt. Zu viele Getränke getrunken. Ja, das kann auch sein. Ich habe mir da gerade echt alles reingepfeffert, was nur ging. So, Sekunde hier. So, ich nehme Leinen und einen kleinen Knüppel, nicht Krüppel. Und die Knödelchen. Das sind aber Maultaschen. Oder diese polnischen Maultaschen. Wie heißen die? Ich komme nicht auf den Namen, aber die sind auch sehr lecker. Die sind mit so einem Kartoffel... Oh, hoppala. Käseteig. Füllung, meine ich. Entschuldigung. Entschuldigung. Okay. Sehr gut. Mann, ist dieser Grat zwischen einem Tipp und BSG so schmal. Ich bin mir unschlüssig, was hier gerade zutrifft. Ach, wenn ich zu viele Tränke trinke, bin ich... Tränke trinke, bin ich vergiftet. Okay, ist auch gut zu wissen. Meinst du mit BSG Spoilern oder was? Also Tipp und Spoiler sozusagen. Ja. Ich brauche vielleicht ein bisschen immer, um die Sachen rauszufinden. Deswegen stört es mich auch nicht, wenn man mir dann auch ein bisschen mehr sagt. Also so wegen Ausrüsten und wo und wie... Ich brauche immer ein bisschen, um mich da am Anfang reinzufuchsen. Ich weiß auch nicht. Backseat Gaming. Ach so. Senkt vorübergehend die erforderliche Stufe für alle Gegenstände um 2. Verzehrbares. So, das tun wir jetzt hier hin. Weihrauch. Ja, wo ist denn das ganze Fleisch, das ich gefarmt habe, bitte? Das sind alles alchemistische Zutaten. Monsterhirn auch.
Ich dachte, wenn er das isst, nimmt er die Eigenschaften von einem Monster an. Was ist denn das? Wo ist denn das ganze Fleisch? Oder habe ich das gerade wirklich schon gegessen einfach? Ach, und dann hätte es ihm auch schlecht gehen können, weil wenn er das Fleisch roh isst, ist das, glaube ich, auch nicht so gesund. Na, auf jeden Fall ist es weg. Keine Ahnung. Da muss ich aber aufpassen, dass ich nicht aus Versehen R drücke, weil auf R sind halt die ganzen Knödel. Ich werde mal ganz kurz mich regenerieren. Bis 19 Uhr, das ist gut, das ist vernünftig, das machen wir jetzt. Oh! Was habe ich da jetzt bekommen? Donner und Waldkauz wurden automatisch aufgefüllt. Ich dachte, ich hatte das auch mal mit Schwalbe, dass es automatisch aufgefüllt wird. Aber wahrscheinlich halt nur, wenn ich auch die Zutaten habe. Schöllkraut. Wo auch immer. Oh, wie schön. Das ist... Bleiben wir einfach hier. Der Wind heult. Brot. Und ein Fläschchen. So, wo ist unser nächster Punkt? Da. Das ist einfach schön. Mit dem Sonnenuntergang. Da war noch einer. Den kann ich gar nicht looten, okay? Langer Weg. Schon wieder das Ende der Welt erreicht. Oh Mann. Wie oft mir das gerade passiert? Da ist das Fragezeichen. Das lesen wir gleich mal. Mit einem Tipp hilfst du mit BSG nicht, ja. Notizen eines Spions. 15. Tag der Observation, 23. Birke. Sind wieder im Lager, haben haufenweise Beute mitgebracht, hauptsächlich Rüstungen und Waffen, aber diesmal auch eine versiegelte Truhe. 16. Tag der Observation, 24. Birke. Vor Tagesanbruch kam ein Bote ins Lager. Gab große Aufregung. Sie stellten sofort eine Gruppe zusammen, um die Truhe zu transportieren. Nach Einbruch der Dunkelheit werde ich in Erfahrung bringen, wohin sie die Truhe gebracht haben. 17. Tag der Observation, 25. Birke. Sie haben die Truhe nicht so weit transportiert, nur zur verlassenen Hütte bei der alten Mühle. Sie haben eine Wache aufgestellt, sodass ich nicht näher herankam. 18. Tag der Observation, 26. Birke. Seit gestern Nachmittag haben alle im Lager gesoffen. Wenn wir jetzt angreifen, werden wir sie vernichten. Zu schade, dass der Kommandant nur einen Mann zu diesem Außenposten abbestellt hat. Mich. Ich versuche heute Nacht reinzuschleichen. Wenn mir das Schicksal gewogen ist, reicht vielleicht ein einziger Mann. Okay, das sagt mir, dass bei der alten Mühle was ist. Neue Quest, Deserteursgold. Deserteursgold. Habe ich sie angenommen? Sehr schön. Ich habe eine neue Quest. Und zwar eine richtige hier, wo ich auch bin. Nicht irgendwo in Velen. Oder Velen. Ich spreche alles in Eroshiva-Sprache aus, glaube ich. Velen, Velen, Ohr, Ore, Ohr, Ohr. Egal. Okay, wir verfolgen jetzt direkt diese wundervolle Quest. Nehmen ein bisschen Kräuter mit. Vielleicht können wir daraus ja was Schönes basteln. Versteckter Schatz hier. Ein Wolf. Noch einer. Noch einer. Waren das alle? Okay, mit dem Hundeteil kann man wahrscheinlich irgendwas machen. Nehme ich mal an. Irgendwas Alchemistisches.
Hingeschmierte Notizen. Die Dinge laufen immer besser für uns. Wir haben tief im Wald unser Lager aufgeschlagen. In der Nähe der alten Mühle. Und waren schon ziemlich erfolgreich. Es heißt, die Leute sind arm. Aber wenn man sie lang genug ausquetscht, fällt immer was ab. Ein Sackgetreide hier, ein paar Kronen dort. Nicht schlecht für die leichte Arbeit. Eindeutig besser als die Armee. Zumindest haben wir was, womit wir unsere Bäuche füllen können. Und das Risiko, das wir dafür mit dem Leben bezahlen, nun, das ist immer noch kleiner, als wenn wir die Nilfgaarder unter Nathalis Befehlen jagen würden. So, jetzt habe ich aus Versehen einen Knödel gegessen. So, das ganze Wasser. Jetzt muss ich mal kurz gucken wegen dem Fleisch. Ja, ich hatte das wahrscheinlich wirklich hier liegen und habe es halt gegessen. Und wahrscheinlich war eben deswegen auch so schwummrig, weil das Fleisch halt einfach nicht so gut ist, wahrscheinlich das roh zu essen. Vielleicht besser, wenn es noch frisch und warm ist. Wie Tatar. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Es wird langsam dunkel. Wir sollten ein Camp für die Nacht aufschlagen. Sollen wir den kleinen Robi hier durch eine schwarze oder weiße Katze ersetzen? Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Eine weiße Katze wird halt wahrscheinlich so schnell dreckig. Aber die sieht man vielleicht besser als die schwarze Katze. Na, wie lange soll ich noch machen? Oh! Da rollt der Kopf. Eieieiei. Okay, Moment, was haben die dabei? Was soll ich eigentlich mit der Strickleiter? Vielleicht kann ich mir dann den Weg hochbauen. Orange getigert habe ich leider nicht. Ich kann nur weiß oder schwarz. Orange getigert wäre aber cool. Abgeschlossen. Und da kann die nicht eintreten. Das ist doch nur so eine windige Tür, Mensch. Da kann ich meine Hexersinne einsetzen. Ah, draußen, okay. Doch die Tür? Moment. Oh! Ja, gucke mal an, da geht's ja runter. Hoppala. Ah, okay, ich muss hier ein Zeichen verwenden. So, mein Chat ist gerade weggegangen. Moment. Also, nicht ihr seid alle weggegangen, sondern... Ja, dann schwarz. Ja, ich habe auch schon... Ich glaube auch, ich tendiere mehr zur schwarzen Katze. Habe ich das falsche Zeichen verwendet? Moment. Ja, ich habe das falsche Zeichen verwendet. Moment, ich stelle mich gerade ein bisschen dumm an. Ich muss das jetzt mal kurz rausfinden. Die Zeichen sehen für mich nämlich alle gleich aus.
Das ist ein Dreieck und es ist an der linken Seite, geht es so rein. Ah, das ist Art. Ja, okay, das ergibt auch Sinn. Das ist das mit der Luft, ne? Ja. Das ergibt natürlich auch Sinn. Schlüssel benötigt. Oh je. Mann, es ist gerade dunkel. Sekunde, wie ging das mit der Fackel? Maustaste, oder? Mausrad, ja. Oh! So, jetzt aber. Hier, die ist abgeschlossen, leider. Das bedeutet, ich kann den Schatz nicht öffnen. Tja, das ist jetzt die Frage. Ach, das war's schon, okay. Aber was mache ich hiermit? Zahle Captain Wolfstein die verlangte Summe, um nach Skellige zu segeln. Wo kommt der jetzt her? Ich dachte, ich hätte die alle gekillt. Das kannst du jetzt nicht. Hühnerbrötchen, oder? Brötchen? Brötchen. Ich will gar nicht nach Skellige. Ich würde gerne weiter hier noch ein paar Quests machen. Und zwar als nächstes diese hier. Oder sollen wir erst... Nee, machen wir doch erst die hier. So, die drei. Und dann gehen wir auf die andere Seite rüber. Schau, da kommen wir sogar hier übers Wasser. Also einfach hoch und dann hier nach links. Und dann irgendwie hier wieder runter. Dann nehmen wir die, glaube ich, alle ganz gut mit. Jo, so machen wir das. Klingt nach einem Plan. Hab eine Markierung, was bringt? Ja, doch, mit Markierungen kriege ich es schon ganz gut hin. Und Hallöchen. Hallo, Weltstar. Friedhof von Weißgarten. Da vorne ist so ein Tempelding. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Und eine Erscheinung gibt's auch. Guck mal, was für eine Erscheinung. Hey! Nicht einfach abhauen. Ein Gespenst. Wo ist er denn? Wo bist du denn? Bist du denn? Tot? Weiß nicht. Hat sich vielleicht doch einfach nur verzogen. Ah, jetzt habe ich eben einen Fertigkeitenpunkt erhalten, was damit zu tun hat, also dieses Zeichen. Das wäre dann... Hier nicht. Ich weiß nicht, wieso ich gerade im Inventar rumdrücke, wie eine Verrückte. Die Shiva wieder. Eins von denen hier. Sonne und Sterne. Tagsüber regeneriert Vitalität zusätzlich 10 Punkte pro Sekunde, wenn du dich nicht im Kampf befindest. Nachts 1 Punkt pro Sekunde. Oder jeder Teil leichter Rüstung erhöht den Schaden kritischer Treffer um 25%. Jeder Teil mittelschwerer Rüstung erhöht die Zeichenintensität. Oder jeder Teil schwerer Rüstung erhöht die maximale Vitalität. Ich würde sagen, ich habe mich schon entschieden für Sonne und Sterne. Das muss ich allerdings jetzt auch ausrüsten. Das möchte ich behalten. Das möchte ich auch behalten. Oh, jetzt wird es aber heikel. Na gut, ich tausche das mal aus. Mal schauen. Probieren wir es einfach mal. Okidoki. Nehmen wir noch das ganze Zeug hier mit. Und weiter geht's.
Gar nicht so gruselig hier nachts auf dem Friedhof, ne? Geht eigentlich. Das sieht ja krass aus. Da kann man bestimmt rein. Warte mal, ich kann die Kerzen ausmachen. Hier ruhen die sterblichen Überreste von Florian Verias, der kinderlos in der Blüte seiner Jugend auf der Jagd an einem Schlaganfall starb. Möge Militele ihm seine Sünden wieder die Natur und ihre Gesetze vergeben. Ah ja. Ich lasse die Kerzen mal an, das wäre gemein. Wahrscheinlich passiert sogar wirklich was, wenn man die ausmacht. Okay, ich glaube, wir haben uns den Friedhof jetzt genau angeschaut. Dann gehen wir mal zu unserem Pünktchen. Ach nee, hier ist noch einer. Denkst du mir doch, irgendwas habe ich da gehört. Igni-Zeichenintensität erhöht. Schauen wir mal, was wir bei Igni noch machen können. Halt, da, Charakter. Ah, was ist Igni? Ich dachte, das wäre hier etwas. 0000000000000. Oh, da habe ich wohl irgendwas verplant. Bei Igni. Wenigstens kann ich den mal wieder brauen. Okay, also was ich damit machen kann, ist mir gerade nicht so ganz klar. Ich dachte, das wäre... Aber vielleicht ist es auch nur temporär jetzt. Na komm. Nimm das doch mal mit. Hallo Pferd. Einfach nur Pferd. Nee, also keine Ahnung. Ich hole mir jetzt mein Pferdchen und reite mal da zu dem grünen Punkt. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das bedeutet einfach nur, dass es jetzt eine Zeit lang stärker ist, dieses Zeichen. Das ist nicht wie das andere, dass ich da einen Punkt bekommen habe, sondern wirklich nur für eine Weile. Plätze? Vielleicht kann ich auch das hier nehmen. Ach Mensch, Plätze, dann halt nicht. Dann gehe ich halt zu Fuß. Pfeife echt. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Jetzt ist das nämlich auch wieder da, wie ihr seht. Ja, okay, dann ist es klar. Dann ist es nur temporär. Shinichi 1999. Vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Okay, hier ist das Fragezeichen.